Okay, es geht weiter. Und raus mit uns. Zum Turm. Und die Auka ist trotzdem die Besten noch. Bobby, du hast mich also hintergangen. Und jetzt ist es an der Zeit, deinen Verrat zu bestrafen. Verräter werden aus dem Weg geräumt. Und ich kann weder an die Raimund noch an die Hohe Akademie zurück. Kann nirgendwo hin. Aber immerhin bin ich so auch niemanden mehr im Weg. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Sehr, sehr mutig, Bobby. Es wird mir eine Freude sein, dich deinen Verrat an uns bedauern zu lassen. Hört auf damit! Okay, Sylvia, was machst du denn hier? Wie kann dir nur alles so egal sein? Wir haben überall nach dir gesucht, um dir zu helfen. Um mir zu helfen? Genau, lass ihn in Ruhe, Sylvia! Das reicht, Herr Wintersee, lassen Sie ihn nun gehen. Was, Mark? Immer stur wie ein Ochse. Das habe ich an euch in Plagen schon immer verabscheut. Macht sie fertig. Verräter werden aus dem Weg geräumt. Bobby ist kein Verräter. Bobby gehört zu uns. Mark, heute werde ich den Fußballclub ein für alle Mal dicht machen. Dann lasst mal krachen. Gegen die Schergen von der Royal Academy verlieren wir doch nie. Los geht's, Bobby. Gut. Okay, diesmal mit Bobby kämpfen. Setze Bobby in dein Team ein. Wo ist Bobby? Bobby. Also da ist Bobby. Der kommt für... den hier rein. Und los geht's. Verräter. Okay, 4 gegen 4. Und? Schieß mal rein, wenn du kannst. Und rein damit. Kacke, ich dachte, er kommt jetzt rein. Grätsch ihn in die Beine. So, weg mit dir, du Fettsack. Schieß ihn rein jetzt. Den bekommt er nicht mehr. Ja. Geschafft. Yeah, Bobby. Gut so. Anzugträger, gewonnen. Aber eigentlich hätte jeder, die kämpfen jetzt gegen uns oder so. Aber alles wird hier mit Fußball geregelt. Ist doch schön. Neues Level. Mission fehlgeschlagen. Rückzug. Das werdet ihr noch bereuen. Wintersee, du elender Spasti. Geht es dir gut? Was ist jetzt los? Wo willst du denn hin? Die Royal Academy und die Raimund, ich habe beide betrogen. Ich kann nirgendwo mehr hin. Aber du bist noch zurückgekommen, um uns zu helfen. Selbst das kann die Dinge, die ich getan habe, nicht zurück ungeschehen machen. Ich muss hier einen Schlussstrich ziehen. Sei doch nicht so albern. Hä? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich an dich glaube? Wenn Freunde sagen, dass sie aneinander glauben, dann meinen sie das auch so. Ausnahmslos. Wir sind mehr als nur ein Teamkollegen. Wir sind Freunde. Spiel Fußball mit uns. Schlussstriche kannst du später noch ziehen. Was, Mark? Mark, du bist so ein geiler Typ. Siehst du sie? Ich wusste, dass er das schafft. Euch würde ein wenig Evans Courage auch ganz gut zu Gesicht stehen, so wie damals. Er klingt genau wie... Sei doch kein Narr, Seymour. Wenn der Torwart nicht an seine Mannschaft glaubt, was wird dann wohl passieren? Fußball ist nun mal ein Teamsport. Ein Sport, den man mit Freunden gemeinsam betreibt. Dafür sind Freunde doch da. Wenn Freunde sagen, dass sie einander glauben, dann meinen sie das auch so. So sah der Opa aus. Trainer! Und jetzt bist du jetzt unser Trainer, oder was? Gehen wir zurück zur Schule. Wir müssten trainieren, wenn wir die Academy schlagen wollen. Du auch, Bobby. Glaub ja nicht, dass du dich von dem Training drücken kannst. Haha. Keine Sorge, du kannst dich auf mich verlassen. Genau, worauf warten wir dann noch? Auf zum Platz! Din. Willkommen zurück, Bobby. Ach, danke, Sylvia. Ich glaube, ich hatte etwas vergessen, das mir mal sehr wichtig war. Sehr wichtig? Als wir in Amerika waren, haben wir mit Eric zusammen ein Versprechen abgelegt. Das ist Eric. Bobby, Sylvia, lass uns weiter zusammen Fußball spielen. Lass uns immer weiter zusammen spielen und nie damit aufhören. Einverstanden? Dieses Versprechen zusammen mit Eric.
Tut mir leid, ich wollte nicht, dass irgendwelche üblen Erinnerungen zurückkommen. Kurz gucken, okay. Ich habe damals immer versucht, mit ihnen mitzuhalten. Ganz gleich, wie sehr ich es versucht habe, es gelang mir nicht. Bei Mark ist das anders. Er könnte mit Erik mithalten. Ich kann mit beiden nicht mehr mithalten, seit ich meine Gründe fürs Fußballspielen verraten habe. Aber ich habe nicht alles verloren, wie ich gedacht habe. Mark will, dass ich weiter Fußball spiele. Und ganz gleich, was auch passiert, ich möchte nicht noch einmal alles verlieren. Das war wohl auch die Bedeutung unseres Versprechens mit Erik. Richtig, ja stimmt, ich denke, das ist wahr. Kommt schon, ihr wollt doch immer noch Fußball spielen, oder? Natürlich. Auf geht's, Bobby, ich werde auch spielen, mit euch zusammen. Silvia, klar, großartig. Den Katzen, Muschi, Katze, was machen die denn jetzt? Immerhin haben wir immer noch keinen neuen Trainer. Noch haben wir Zeit, einen zu suchen. Es gibt auch jede Menge Fußballfreunde da draußen. Ah, da sind die ja. Warte mal, Kleiner. Hey, Sie sind doch der Mann aus der Nudelbar, oder? Ich habe euer Gespräch eben gehört. Es gibt vielleicht viele Fußballliebhaber, aber nur wenige würden alles dafür einsetzen. Mit Ausnahme des Inazuma Elevens Kapitäns, Hillmann natürlich. Hey, geiles Bild. Was sagen Sie da? Sie waren der Kapitän der Inazuma Eleven? Wie sieht's denn aus? Du hast meine Begeisterung für den Fußball neu entfacht. Hör mir gut zu, Mark. Von heute an wird dieser alte Mann euer neuer Trainer sein. Sie wollen das also wirklich machen? Danke, Herr Hillmann. Hoppla. Trainer Hillmann, wollte ich sagen. Mein Training wird kein Spaziergang. Wenn ihr gegen die Royal Academy eine Chance haben wollt, müsst ihr euch schon ins Zeug legen. Verstanden, Trainer, das werden wir. Ihr werdet das gleiche Training durchlaufen wie die Inazuma Eleven damals. Ja, sweet. Ihr seid die Einzigen, die Wade Dark schlagen können. Kommt schon, Mark. Schauen wir mal, ob ihr unser Training durchsteht. Ja, Trainer, mit Ihrer Hilfe werden wir die Academy schlagen. In Ordnung, dann mal los zum Fußballplatz der Raimund Junior High. Begeht euch dorthin, wenn ihr bereit seid. Unser Training wird euch alles abverlangen. Kommt, gehen wir. Ihr solltet diesen Anruf annehmen. Diese Nummer. Tut mir leid, Leute, kann ich da kurz rangehen? Klar, wir gehen schon vor. Komm nach, sobald du kannst. Gut, jetzt brauchen wir noch den Rest von ihnen. Okay. Du! Weil das Spiel kurz bevorsteht? Damit kannst du mich nicht hinters Licht führen. Ruf mich nie wieder an. Du bist nicht mehr der du früher einmal warst. Du bist nur noch der Jude Sharp von der Royal Academy. Kleiner Perversling. Okay, geh zum Fußballplatz der Schule. Ja, ich will jetzt zum Fußballplatz der Schule. Den. Speichern wir das mal ab. Ach, Bobby, geh da weg mal. Ach, scheiße, Bobby ist jetzt im Team. Egal, scheiß drauf, er kann da drin bleiben, wie lange er will. Ich mache jetzt mit dem Training weiter. Gut, fangen wir mit dem Training an, für euer großes Spiel. Bist du bereit, Jüngchen? Ja. Dann lasst uns anfangen. Wir werden so lange trainieren, wie irgend möglich. In guter alter Raimund-Tradition. Ja, Trainer. Von diesem Tag an bis zum Tag des Spiels führte uns Hillmann jeden Tag im Training bis an unsere Grenze. Aber durch das intensive Training wurden wir immer besser. Wir konnten alles also praktisch gar nicht gegen die Royal Academy verlieren. Zumindest glaubte ich das. Und dann kam schließlich der Tag des Spiels. Endlich heute. Heute ist der Tag unseres Spiels. Ich habe euch alles beigebracht, was ich weiß. Gut, geht und zeigt der Akademie eure ganzes Können. Ja, Trainer. Okay, auf zum Zug der Royal Academy. Hoffentlich warten sie schon auf uns. Auf zum Bahnhof. Und neue Blocknachricht. Und noch eine Blocknachricht. Und, was steht da? Wir brauchen einen neuen... In der Nudelbar finden wir den... Ach so. Wahnsinn, Hillmann ist ja ein totaler strenger Lehrer. Egal wie, wir müssen es schaffen. Rettet Bobby, ja, das wissen wir schon. Wie schön, dass Bobby jetzt im Team voll akzeptiert ist. Einen neuen Trainer haben wir ja auch. Jetzt können wir endlich zusammen Fußball spielen. Bobby ist zurück und das heißt, jetzt ist wieder alles im Lot. Endlich, das Spiel gegen die Royal Academy. Natürlich bin ich aufgeregt, aber ich weiß auch, dass wir gewinnen können. Also auf zum Stadion. Den.
Warte, wen habe ich dafür rausgeschickt für Bobby? Wen habe ich da rausgeschickt? Achso, Sam. Komm für. Wo ist Bobby? Bobby. Achso, da. Wie kann ich nicht wechseln? Also ich muss mit Bobby im Team spielen. Okay. Okay, los geht's dann. Jetzt kommt endlich das Finale. Endlich kommt das Finale gegen die Royal Academy. Und ich werde sie endgültig demolisieren, ist klar. Also zerstören und alles Mögliche, was ich mit denen machen kann. Den. Truhe. Aufstellungskarte. Okay. Okay, jetzt speichern wir das mal wieder ab. Nicht, dass wir jetzt alles von vorne machen müssen. 18 Stunden haben wir bisher gespielt, gut. Willst du eine Fahrkarte zur Royal Academy kaufen? Ja. Okay, es geht endlich los. Man kommt wieder in eine Anime-Szene. Ich will wieder was sehen. Ah, jetzt. Die ist echt böse. Das ist also die Royal Academy. Sie ist tatsächlich so riesig, wie sie alle sagen. Hier drin kann man sich ja sehr verlaufen. Kommt! Wir müssen die Akademie schlagen und unseren Platz als legendäre Inazuma Eleven beanspruchen. Ach, scheiß Tür. Wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Durch die kleine Unterbrechung geht's einfach mal weiter. Und redet ihr mit den Schülern hier. Denkt nicht, ihr könntet in die Royal Academy reinspazieren und dann ganz einfach wieder raus. Wir von der Royal Academy sind seit 40 Jahren das beste Team im Land. Wir sind ein anderes Kaliber als ihr. Ach, wirklich? Geradeaus geht's zum Stadion. Dann werdet ihr sehen, wie stark das Team der Royal Academy ist. Okay. Ach du Kacke. Sharp macht sich Sorgen um irgendetwas. Das passt gar nicht zu einem Spieler wie ihm. Der hat Mitleid mit uns. Oh Mann, so riesig. Ich glaube, er weiß irgendwas, was passieren wird. Axel Blaze oder lieber doch Yu-Chop. Wen soll ich denn jetzt anfeuern? Eine Truhe. Mit der Anleitung zur Zickzack-Funken. Okay. Und du? Dass ihr Bobby Shearer einfach in eurem Team nimmt. Sagt mal, was denkt ihr euch dabei? Ey, wir können das einfach. Was ist mit Celia passiert? War sie nicht gerade noch hinter uns? Gerade noch hier? Versteht ihr es denn nicht? Wenn ihr dieses Spiel nicht aufgibt, seid ihr alle in großer Gefahr. Was für ein schlechter Lügner du doch bist. Würdest du so weit gehen, nur um zu gewinnen? Ich spreche nicht von mir. Hör mir gut zu. Hier muss ich nun wirklich nicht zuhören. Besonders seit damals, vor 6 Jahren. Dir ist doch jedes Mittel recht, um bei Fußball zu gewinnen. Ach du Kacke. Celia! Ja. Das ist der Bruder. Entschuldige, Mark. Das ist so riesig hier. Da habe ich mich glatt verlaufen. Sei vorsichtig. Wer weiß, was für Fallen sie hier versteckt haben. Celia ist auch wieder da. Also lasst uns mit dem Spiel beginnen. Einverstanden. Und? Oh, da ist der Trainer. Hillmann. Sie sind also endlich hier. Dark, die Zeit der Abrechnung ist gekommen. Ich hoffe, du bist bereit. Schön, dich zu sehen, Sharp. Heute werdet ihr nicht wie letztes Mal davon kommen. Wir werden siegen. Evans, es ist mir immer wieder eine Freude, aber wir haben keine Zeit für ein Pläuschen. Du musst mir zuhören. Schon gut. Was gibt's denn Wichtiges? Ich wollte es euch schon früher erzählen, aber es war keine Zeit dafür. Hört mal her. Sobald der Pfiff ertönt, verschwindet alle sofort aus dem Mittelkreis. Was? Was soll das bedeuten? Mark, glaubst du ihm? Was soll das bringen, den Mittelkreis zu verlassen? Ihr werdet schon sehen, was dann passiert. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Sharp würde uns bei so einer Sache doch nicht anlügen. Wenn Fußball im Spiel ist, ist Sharp immer eine ehrliche Haut.
Das sieht ihm nicht ähnlich, so im Beginn eines Spiels die Gegner anzulügen. Aber, Mark, was sollen wir machen? Ich weiß, was wir machen. Ich glaube dir, Sharp. Oh, Mark, meinst du das ernst? Ich vertraue Bobby. Bobby vertraut Sharp, also kann ich ihm auch vertrauen. Ich vertraue dir, Sharp. Wir verschwinden alle direkt nach dem Anpfiff aus dem Mittelkreis. Du bist wirklich einzigartig. Glück gehabt, Bobby. Sharp, Mark, seid ihr sicher? Kommt jetzt die Cutscene? Also gleich kommt das. Ich glaube, gleich kommt eine Cutscene mit dieser Stelle da. Hoffe ich mal. Die Stelle war heftig. Abhauen. Ja, Eisenpfeiler sind auf den Boden gefallen. Was sind das? Stahlträger, war das der Plan der Akademie? Wenn wir üblich gespielt hätten, wären wir jetzt alle zermalmt worden. Wah, wie schrecklich! Sharp, du hattest recht. Ich habe es geschafft. Das reicht. Herr Smith, wir haben das ganze Gebiet umstellt. Dieses Mal entkommst du nicht, Dark. Was? Du bist doch nur ein einfacher Aushilfspolizist. Nicht zu fassen, du nutzloser Plattfuß. Plattfuß! Doug, du bist verhaftet. Herr Smith, Sie sind Polizist. Tut mir leid, dass ich euch nicht früher gesagt habe. Ich wollte vor dem Zugriff keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Nach dem Zwischenfall vor 40 Jahren habe ich mein Reporter-Dasein hinter mir gelassen. Ich hatte einen Eid zu erfüllen, in seiner gerechten Strafe zuzuführen. Aber warum gerade jetzt und hier? Wir haben einen Hinweis von jemandem aus der Royal Academy erhalten. Von jemandem aus der Akademie? Das kann ja nur... Sharp, kam der von dir? Ich dachte mir, gegen Schwächlinge wie euch muss man gar nicht so unfair spielen. Das war alles. Oh. Du steckst dahinter? Unglaublich, wie du mein Vertrauen missbraucht hast. Tut mir leid, Kommandant, aber wir können doch auch gewinnen. Auch ohne... Ruhe! Du wirst noch bereuen, Sharp. Hast vergessen, wem du es verdanken hast, wo du jetzt bist. Immer schön ruhig bleiben, Dark. Die Zeit deiner Herrschaft ist vorbei. Nach dem Zwischenfall vor 40 Jahren bin ich zur Polizei gegangen. Nur um diesen Tag zu erleben. Jetzt ist er eingekesselt. Weil er versucht abzuhauen. Lass mich los, wir sind noch nicht fertig miteinander. Du kannst mich nicht aufhalten. Hat er schon. Danke, Sharp. Wir verdanken dir unser Leben. Auch ohne zweifelhafte Methoden werden wir gewinnen. Seid ihr bereit? Klar, nur zu, aber diesmal spielen wir richtig. Na, dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Okay, Touch, bin bereit. Royal Academy, das Finale, Part 34. Oh, Buck. Kein Grund, mit schmutzigen Tricks zu spielen, Herr Kommandant. Ich werde beweisen, dass wir sauber und fair gewinnen können. Sharp. Los, Sharp. Diesmal wollen wir ein Ergebnis, das unserer Leistung entspricht. Keine Sorge, wir holen uns schon, was uns zusteht. Und euch zeigen wir den Unterschied zwischen unseren Können und euren. Okay, wenn du meinst. Raymond gegen die Royal Academy. Wir werden euch besiegen, das ist doch klar. Komm. Okay. Weiter. Richtige Kampfmusik. Okay, es geht los. Erste Halbzeit, wir müssen gewinnen. So. 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 Nein. Wir machen sofort ein Tor der Götter. Wir fangen sofort einen heftigen Schuss an. Kraftschild. Tja. Oh. Das wird... Richtig. Das müsst ihr nicht nochmal sehen, aber Kraftschild hat war heftig. Jetzt wird es langsam interessant. Das Tor gönnen wir euch. Wir gewinnen sowieso mit einem dicken Vorsprung. Das will ich sehen.
Din, 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 din. Gretchen. Ihr willst mich... Ach du heilige Kacke. Bams. Ja, gut gemacht, Shiri. Und... Toda Götter, nochmal. Din, 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 din. Rein damit. Und rein. Was? Jetzt hat er abgewehrt oder was? Jetzt komm, Kreuzpass. Kacke. Kreuzpass. Ey, jetzt muss er reinkommen, komm. Was, die sind in der heißen Fa- Total Power Schild. Das hat jetzt wieder funktioniert, oder was? Ja, so macht es Spaß. Okay. Kreuzpass. Scheiße, ich muss auch jetzt einen Cut machen. Ach ja, bei diesem Kampf lernt er auch eine neue Attacke. Warte, lernt er die neue Attacke? Das war da bei diesem Spiel, oder nicht? Okay, weiterspielen. Habt ihr das gesehen? Dass wir uns von denen ein Tor einfangen. Ruiniert den Ruf unserer Mannschaft. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.